dir sehr herzlich zu diesen Nachrichten aus dem KFM des Martinushauses. Am kommenden Sonntag hören wir die folgende Lesung aus dem Buche Zacharia. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den Nationen Frieden verkünden und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wenn wir heute diese Worte hören, dann steht der Krieg in der Ukraine natürlich vor Augen und es stellt sich die Frage, wie dieser Krieg beendet werden könnte. Das Ziel kann nichts anderes sein als Friede, ein gerechter Friede. Es gab im Mittelalter Überlegungen, unter welchen Kriterien die Anwendung von Waffen überhaupt erst gerechtfertigt wäre, um Frieden zu erreichen. Man sprach in diesem Zusammenhang etwas problematisch von einem gerechten Krieg, später von einem gerechten Frieden. Folgende Kriterien wurden für eine gerechtfertigte Beteiligung an einem Krieg benannt. Nur eine rechtmäßige Autorität ist aus gerechtem Grund zum Krieg führen berechtigt. Absicht und Ziel müssen die Wiederherstellung des Friedens sein. Alle anderen Mittel, einen Aggressor zu bekämpfen, müssen wirkungslos sein, sodass ein Krieg wirklich das letzte mögliche Mittel, die sogenannte Ultima Ratio, ist. Denn es muss Aussicht auf Erfolg bestehen. Der Krieg darf nicht mehr Schäden verursachen, als er verhindern kann. Die militärischen Mittel und der angerichtete Schaden müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen zum erreichbaren Ziel. Das hört sich alles sehr schematisch an, sind aber ein Versuch der Wirklichkeit gerecht zu werden und nicht von vornherein die Aggressoren durch Passivität zu unterstützen. Der vierte Punkt fordert zu Friedeninitiativen heraus. Richtet der Krieg inzwischen nicht mehr Schaden an als irgendeine Lösung, auch wenn beide Seiten Abstriche machen müssten? Geschätzt werden, dass schon über 60.000 Soldaten und 8.000 Zivilisten getötet wurden. Diese Zahlen, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich viel höher ist, schreien nach einem Friedensabschluss. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Vielleicht sollte man bezüglich des Krieges in der Ukraine mehr auf das Leid und mögliche Beendigungen dieses Leides schauen, als in reiner Kriegs- und Siegesmentalität zu verharren. Und so lade ich Sie zum Gebet ein. Immer suchst du uns. Gib's nicht auf, mit uns deinen Traum einer zärtlichen Welt zu träumen. Ohne Unterbrechung hältst du Ausschau, ob noch ein Verständiger da ist, der dich sucht. Wann begreifen wir endlich, dass wir dir nicht dienen müssen, sondern es uns zutiefst dient, deine Stimme der Gerechtigkeit in uns zu hören und deine Anstiftung zur Solidarität zu achten? Suche uns weiterhin alltäglich auf. Amen. Dann noch einige Daten für diese Woche. Zunächst danke ich allen sehr herzlich, die den Ökumenischen Ortskirchentag mit so viel Engagement vorbereitet, durchgeführt und gefeiert haben. Der Ortskirchentag hat wieder viele Impulse geschaffen. Dann am Freitag, 7. Juli, trifft sich um 19 Uhr der Pettenwiller Stammtisch wieder im Café M. Am Sonntag, 9. Juli, treffen sich die Letztjährigen und die kommenden Kommunionkinder um 15 Uhr im Thomashaus zu einem gemeinsamen Nachmittag. Am Montag, 10. Juli, lade ich herzlich zu einer Erzählung über den Jakobsweg ein, und zwar um 20 Uhr, das Café Inn, den ich nach Ostern gegangen bin. Am Sonntag, 16. Juli, wird im 11.15 Uhr Gottesdienst in Pettenwil die Erzieherin Angelika Parga in den Ruhestand verabschiedet. Ich wünsche Ihnen allen wieder eine gute Zeit.